DLR Spacebot Cup ist der erste deutsche Weltraum-Robotik-Wettbewerb. Da treten 10 Teams aus ganz Deutschland an, um ihre Systeme unter fast realen Bedingungen bei uns testen zu können. Robotik ist die Zukunft in der Raumfahrt. Sie ist natürlich auch ein Großteil der Vergangenheit. Erst kam der Sputnik und dann Gagarin. Aber für die Zukunft, egal ob das Mond, Mars, Jupiter oder Sonne ist, den ersten Schritt machen immer die Roboter und insoweit ist das für uns ein Kernthema. Wir wollen Weltraumrobotik nach draußen transportieren. Wir wollen junge Leute in technische Bereiche führen und ihnen zeigen, was die Möglichkeiten sind. Deswegen haben wir auch eine Ausstellung, die sich zum einen an Fachbesucher richtet, aber auch natürlich an Leute, die zum Beispiel gerade sich in einer Job- oder in einer Findungsphase finden, was sie denn nach dem Schulabschluss vielleicht machen wollen. Und wir haben auch die DLR School Labs hier dabei. Die machen eine tolle Arbeit mit verschiedenen Experimenten, wie am Drohnenparcours und verschiedenen anderen Robotik-Themen. Die Kinder sind total begeistert. Also, die finden das klasse. Wir haben eine Planetenoberfläche simuliert mit dem Gelände, was wir hier aufgebaut haben und haben versucht, möglichst viele Aspekte der planetaren Exploration in unserem Szenario abzubilden. Wir haben also hier in dem Feld verschiedenste Objekte positioniert. Das ist ein Akku-Pack, das ist in so in Quaderform. Ein Becher mit Flüssigkeit gefüllt ist ein zweites Objekt. Und Ziel ist es, diese Objekte zunächst einmal den unwegsamen Gelände zu finden und dann sicher zu greifen und zu einem dritten Objekt hinzutransportieren. Das ist sogenannte Basisobjekt. Das hört sich jetzt zunächst einmal einfach an, aber wenn man nur die Sensorik der Roboter hat und die Bediencrew, das heißt das Bodenstationsteam, was keine Sichtverbindung zu den Roboter hat, nur über die Augen des Roboters das Feld sehen kann und das noch unter den Bedingungen von Zeitverzug, wie es bei uns eingestellt worden ist, ist es durchaus schwierig, diese Aufgaben zu erfüllen. Wir sind von der DLR gebeten worden, als unabhängiges Gremium diesen Wettbewerb zu begleiten. Dazu steht uns ein relativ ausgefeiltes Regelwerk zur Verfügung, aber auch, wie man das aus dem Eiskunstlaufen so ein bisschen kennt, die B-Note, wo wir also nach persönlicher Einschätzung sagen, das war beeindruckend oder das war nicht so beeindruckend. Gut, fahren wir mit dem nächsten? Das machen wir, also das Autonom, wir haben keinen Eingriff, wir machen nichts. Solange es nicht brennt, ist das. Also ich war sehr beeindruckt, einmal von dem großen Engagement der Teams, dann aber auch von der Vielfalt der technischen Lösungen, also vom fliegenden Roboter bis zum Krabbler oder auch jetzt hier diesem Dreifachsystem. Und man sieht eben auch, dass Raumfahrt eben eine Zusammenarbeit aus ganz unterschiedlichen technischen Disziplinen ist. Und dieses Zusammenspiel, das noch stärker einzutrainieren, das wäre mir mein großer Wunsch für die Zukunft. Und ich glaube, dass das Potenzial aber auch hier gezeigt worden ist. Vor allem haben wir jetzt Kontakte zu anderen Hochschulen verbessert, konnten uns austauschen, was deren Herangehensweisen waren. Das hat man in kleinen Gesprächen nebenbei, vor dem Wettbewerb, während des Wettbewerbs, konnte man sich echt gut austauschen. Alle wollen weitermachen, weil wenn das jetzt endet, das wäre einfach nur schade. Ich meine, es haben viele Dinge einfach nicht geklappt, das muss man ehrlich sagen. Und wenn das in einem Jahr nochmal gemacht werden würde, dann würden viele Teams das einfach schaffen. Einfach weil sie jetzt einen sehr guten Stand haben und jetzt viel getestet werden kann, Feintuning gemacht werden kann und dann schaffen wir das alles, ganz klar. Wir haben zwei Roboter bei uns, die einfach nur darauf warten, in Betrieb genommen zu werden und wieder verbessert zu werden. Also es gab Teams, die sind an den Start gegangen. Da hat sich zunächst einmal nichts bewegt, nichts getan, leider. Andere Systeme generell, die man so gesehen hat, waren auch sehr gut angelaufen. Sie haben die Testtage oder den Testtag am Sonntag auch genutzt und hatten entsprechend gute Leistung abgeliefert. Im Rennen hat es dann halt nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. So ist es nun mal. Es kann Tage geben, da geht es ganz gut, kann auch mal passieren, dass es halt weniger gut läuft. Die Jury hat sich dazu entschlossen, keine Platzierung zu vergeben, sondern zu erklären, dass es hier keinen Verlierer gab,
sondern wirklich 10 Teilnehmer, die ihr Bestes gegeben haben, gute Leistung gezeigt haben und es deswegen verdient haben, damit ausgezeichnet zu werden, Teilnehmer am DLR Spaceport Cup 2013.